Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu diesem Stream mit unserer Unterschiede in Stammbaum-Challenge. Und ja, mein umfangreiches Wissen hat mir einige Punkte gebracht. Ach, stimmt ja, letztes Mal kamen mir die Zombies. Habe ich schon fast wieder verdrängt. Warte mal, hier ist doch abgeschlossen. Abschließen. Für die Tiere schließe ich ja auch mal ab. Alle außer mein Haushalt, verdammt. Aber dann machen wir das anders. Abschließen. Sims für die Tür festlegen, Sims, die diese Tür nicht öffnen können. Eigentlich alle außer wir. Ah, nein, jetzt kommen die Zombies Richtung meinen Garten. Das ist zu für alle. Warte mal, schließ doch mal kurz auf. Und jetzt abschließen. Alle außer meinen Haushalt. So, jetzt dürften sie da nicht mehr reinkommen. Weil die gehören nicht zu meinem Haushalt. Und ich hoffe wirklich, dass sie jetzt nicht reinkommen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Aber sie dürfen nicht reinkommen. Wieso kommen sie hier rein? Das ist zugeschlossen. Ach, sehr gut. Wir kommen nicht weiter. Sehr schön. Das ist mein... Ja, sprühen wir das Ganze mal ein bisschen vor. Schweinefreundschaft aufrechtzuerhalten. Timmy Braun und Christopher Braun. Christopher Braun und Timmy, ja. Die Freundschaften gehen jedoch ziemlich schnell runter. Sei jetzt nicht, du bist traurig, weil du umfroh. Sehr gut. Ja, dann seid mal weiter, Zombies. So in ein paar Stunden ist das hoffentlich sowieso vorbei. So, wie geht's dir so? Gut, die Alterung muss ich dann früher oder später noch ein bisschen besser festlegen. Dann geht ihr dann erstmal ein Spielzeug holen. Wie viele Tage habt ihr denn eigentlich jetzt erstmal noch? Noch 10 Tage und noch 37. Gut, ihn mache ich auf jeden Fall, denke ich, in so 8 Tagen groß oder älter. Weil ich will nicht, dass der Altersabstand so extrem riesig ist. Das ist dann nämlich auch ein bisschen komisch. Okay, das war die Mutter. Achso, er ist jetzt mit meinem Vater befreundet. Okay, stimmt, er hatte noch eine Schwester. Sie ist in der Grundschule. Okay. So, ich bin noch mal gespannt, wie lange das noch jetzt mit den Kindern dauert. So, an sich sonst erstmal alles gut bei dir. Ja, du müsstest mal gebadet werden. Das machen wir danach auf jeden Fall. Die schlafen ja sowieso erstmal richtig aus. Das wollte ich ja auch unbedingt haben. Mein Pferdchen ist schon wach und rennt ein bisschen draußen rum. So, ich würde sagen, du gehst dann auf jeden Fall erstmal unser Hundi baden. Lilly baden, genau. Was machst du damit? Neutral reagieren. Okay, ja gut, das muss dann auch mal aufgeräumt werden. Das machst du dann am besten direkt. Wieso kannst du das nicht aufräumen? Wir wollen auch einen Hochstuhl kaufen und so weiter und so fort. Ja, das können wir dann auf jeden Fall alles machen. Ja. Heute ist der Gruseltag. Zeit zum Feiern. Besuch das Herbstfestival und schnapp dir... Okay. Ja gut, das müssen wir jetzt nicht machen unbedingt. Das machen wir dann, wenn wir Kinder dann haben und die dann so ein bisschen dort hineinwachsen. Na, ein Tag ist Winter. Sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Heute ist ja auch tatsächlich schon Heiligabend. Zeit vergeht ja doch ziemlich schnell. Deswegen auf jeden Fall euch einen wunderschönen Heiligabend. Wunderschöne Weihnachten. Reste essen. Du isst mal Erdbeerschreuselchen und dann kannst du das hier auf jeden Fall mal aufräumen gehen. Und Hundi, wo bist du? Du rennst ein bisschen rum. Gut, du sollst dann auf jeden Fall... Gut, die Zombies sind jetzt sowieso weg. Hör, was ist mit meinem Boy passiert? Ach, Wachstum voll interaktiv. Ach so, weil es jetzt... Hä, es sind 17 Grad. Wieso sind die interaktiv? Diese Pflanze ist im Augenblick interaktiv. Okay, gut. Schön. Wird es dann auf jeden Fall weniger Arbeit. Aber erst einmal ein bisschen was. Kann man schon irgendwie ein bisschen was sehen? Ja, so ein bisschen was, aber noch nicht wirklich. Badest du bitte? Nein. Du sitzt nicht auf, du badest. Lilly. Und zwar jetzt so. Wie geht's dir? Ja, du musst doch nicht grasen. Du kannst jetzt hier auch Heu fressen. Du kannst dir trinken. Und dann kannst du auch meinetwegen dann irgendwo ein Piecing gehen. Das ist ja egal.
bei dir, so mehr oder weniger erstmal. So, es regnet jetzt, das heißt, wir müssen uns dann auch gar nicht mehr so doll um den Garten pflegen, weil sie jetzt auch schon so bewässert werden. Das ist eigentlich an sich sehr, sehr angenehm. Die Beeren füttern erst, müssen wir früher oder später auch nochmal machen. Wir müssen jetzt sowieso erstmal gucken, wo wir mit unserem Geld bleiben. So, dann würde ich fast sagen, gehen wir beide dann auf jeden Fall mal zum Weihnachtstag, wollte ich jetzt schon fast sagen, nein, zum Herbstfest noch mal ein bisschen. Vielleicht können wir da ein bisschen was ernten gehen. Ah, du gehst auch erst noch mal eine Zimtrolle essen, sehr schön, der Erdbeerschlösser ist jetzt schon mal leer. Was wollen wir? Ein Festessen veranstalten? Nee, du, das werden wir jetzt nicht schaffen. Bienenfutter mache ich auch mal weg. Ach genau, ich wollte ja Schwangerschaftsbücher noch kaufen, das können wir heute auch direkt machen. Das werden wir dann auf jeden Fall auch noch tun gehen. Obwohl, vielleicht bleibt Timmy einfach zu Hause und kümmert sich um die Tiere und wir fahren alleine. Dann fahren wir jetzt in die Buchhandlung einkaufen und gehen dann nochmal meinetwegen aufs aufs Herbstfest. Bücherei hier. Bücher kaufen. Dann gehen wir erstmal alleine. Und Timmy kann ja hier zu Hause mit den Tieren bleiben und sich dann ein bisschen um den Garten kümmern gehen. Auch wenn du dir so sehr wünschst, das Herbstfest zu besuchen, aber nee, du bleibst mal zu Hause. Jemand muss sich ja dann auch ein bisschen ums Pferd kümmern. Ich verstehe nicht, wieso die Pferde verpixelt werden. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Sie läuft ziemlich krumm dafür, dass sie noch fast keinen Bauch hat. Finde ich jetzt persönlich. So, dann ab los. Kekse könnten wir meinetwegen auch unbedingt backen. Das ist gar kein Problem. Was ist denn dein Lieblingsessen? Kekse! Na, dann werden wir auf jeden Fall mal Kekse zubereiten. Und den Futternapf müssten wir auch mal wieder füllen gehen. Star-Tagebuch. Bekannt ist das 2. Der macht da Fotos 3. Oh, na ganz toll. So, Hundi, wie geht's denn dir? Warte mal, du könntest ja ihm ein paar weiter Tricks beibringen. Tricks. Befehlen, Tricks beibringen. Pfötchen geben. Dann macht ihr das jetzt einfach mal. Dein Sozial geht hier an sich noch. Du bist schon wieder ein bisschen schreckhaft. Na gut, das Gewitter ist an sich jetzt nicht so toll immer. Na dann ab rein mit dir, würde ich sagen. Okay, dann. Wo waren die? Ich guck mal durch. Hier sind sehr viele Comics. Hier sind Rezepte. Rezepte könnten wir rein theoretisch auch mitnehmen. Muss ich mal gucken, wie viel wir da insgesamt mitnehmen. Stimmt ja, hier muss man ja auch ein paar Rezepte lesen, um alles zu lernen. Aber erstmal die Schwangerschaftsbücher. Wenn ich sie finde. Hier. Geschichte einer werdenden Mutter. Und dann gab es noch eins. Geburts- und andere Vorbereitung, genau. Und jetzt Rezepte. Können wir uns eigentlich nur die kaufen? Nee, wir können uns schon alle kaufen. Okay, wir können uns das kaufen. Das. Wir kaufen uns mal einfach ein bisschen Zeug. Auf jeden Fall die, die wir uns kaufen können und wie viel Geld wir halt eben nach dem haben. Okay, Level 4 sind wir gerade. Level 5, mehr können wir uns noch gar nicht kaufen tatsächlich. Danke, dann müssen wir dann bei Level 5 dann weiterkaufen. So, ich würde sagen, wir gehen dann noch auf jeden Fall hier, auch wenn es gerade extrem regnet, hier hin und versuchen noch ein paar Blümchen zu sammeln. Und Herr Samuel-Job, was hattest du denn eigentlich für Merkmale? Liebst du nur unbegabte Köche und Tierfreunde und grüner Daumen? Okay, gut, sehr schön. Na dann, ab geht's. Das können wir dann auf jeden Fall nach und nach alles mit dir lesen. Ich bin sehr gespannt, was das wird vom Kind her. Mal sehen.
So, wie geht's euch beiden zu Hause? Ich gucke hier noch mal ganz kurz hin. Ihr lernt noch fleißig Pfötchen geben. Urguel. Boja, Urguel. Dann machen wir weiter. Tessa ist jetzt nämlich gerade angekommen. So. Waren wir eigentlich schon auf dem Herbstfest? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber gut, wir haben den Herbst ja wirklich ziemlich abgekürzt. Deswegen waren wir, glaube ich, noch gar nicht hier. Oh, aber es gibt wieder sehr viele Blumen. Deswegen gehe ich die mal direkt pflücken. Pflücken, pflücken. Hier, die können wir fangen gehen. Pflücken. Okay, dann mach das mal schnell. Weil da ich kann mir wirklich sehr schönes Geld noch fix verdienen. Und das haben wir wirklich nötig. Gerade weil wir unser Zimmer so ein bisschen. Hey Timmy, es ist soweit. Es Fred Braun veranstaltet eine Wedekostümparty. Nee. Ich habe gerade überhaupt keine Lust auf eine Kostümparty. So, nehmen wir nochmal das mit. Und dann holen wir mal schnell alle Blumen, die hier so rumstehen. Sehr schön, Käfer haben wir auch noch gefangen. Also schon mal sehr hilfreich, aber es regnet wirklich extrem stark. Wir sollten mal gucken, dass wir uns nicht zu sehr erkälten. Pflücken. Regenschirm verwenden, ja, das kannst du aber gerne machen. Wir müssen nur gucken, dass du keinen Stromschlag bekommst, wenn es gleich gewittert. Aber bis jetzt geht's ja noch. Pflücken und dann hier noch pflücken. Und natürlich auch noch die Blümchen, soweit es geht. Runter. Ja, jetzt hat gerade wieder ein Blitz eingeschlagen. Müssen mal gucken, dass wir dann auf jeden Fall wegs nach Hause kommen. Aber erstmal sammeln hier wir noch schnell die Pflänzchen ein. So, und noch hier. Ah, das geht schon wieder nicht. Dann musst du dich mal schnell beeilen. Und dann noch schnell das hier. So, dann verkaufen wir mal fix den Spaß. Und danach gehen wir dann auch wieder nach Hause. So, das hier bringt wieder ziemlich viel Geld. Bringt auch wieder so ein bisschen was. Ja, irgendwer müssen wir unser Geld bekommen. Denn der Garten wirft bis jetzt noch nicht so viel ab. Und wird wahrscheinlich auch nicht so viel abwerfen. Ach, sehr schön, der Regen hat aufgehört. Die Party von Fred zu Timmy. Nee, wir bleiben zu Hause. Jemand muss sich um die Tiere kümmern. Wie geht's dir denn an sich? Du brauchst auch mal ein bisschen sozial. Timmy, bist du fertig? Sehr schön. Dann würde ich sagen, kümmerst du dich jetzt um unser Pferd. Seit wann ist unser Pferd schwarz? Ach, jetzt so, okay. Pflegen. Wir bürsten mal. Und dann Zuneigung. Halskrauen, Zuneigung, Leckerchen geben. Zuneigung reden mit. Du musst dich nämlich auch mal ein bisschen mit unserem Pferdchen anfreunden. An Kuchenwettessen teilnehmen. Nee, gut, du, das lassen wir jetzt mal lieber. Wir müssen ja auch ein bisschen auf deine Ernährung achten, jetzt, wenn du schwanger bist. So, dann pflücken wir nochmal eine Schwefelblume. Dann wächst hier hinten schon wieder ein bisschen was nach. Ja, ich würde sagen, wir pflücken jetzt hier einfach noch ein paar Blümchen. Okay, wir machen noch die hier. Und dann gehen wir nach Hause. Also ich gucke mich nochmal um, ob ich irgendwo noch so eine rote Blume finde. Weil die werden wir dann auf jeden Fall noch pflücken, weil die bringt ziemlich viel Geld. Aber alle anderen Blumen lasse ich jetzt hier einfach mal stehen. Ja, komm, wir gehen nach Hause. Das reicht ja. Wir haben jetzt erstmal hier genug wieder gepflückt. Okay, er hat zum ersten Mal unser Pferdchen gebürstet. So, und dann verkaufen wir das mal fix wieder. So, und das hier. Ja, jetzt haben wir erstmal auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld, mit dem wir unsere Wohnung oder unser Haus ein bisschen weiterbauen können. Wir müssen ja auch langsam an Kinderzimmer denken.
Aber auch erstmal müssen wir die Küche richtig fertig bauen. Wir brauchen ein richtiges Esszimmer, so mehr oder weniger noch. Und dann ein schönes Wohnzimmer. Und ein Schlafzimmer, das muss ja auch noch ein bisschen fertig gemacht werden. Ja, ein Grußfoto können wir dann machen, sobald unsere Familie vollzählig ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dann Grußfotos zu machen. Verstehe nicht, wieso sie so extrem komisch gebeugt läuft. So dick ist der Bauch ja noch gar nicht. Okay, wir haben wieder eine Allergie und Rückenschmerzen wegen Schwangerschaft. Na, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Bücher zu lesen. Die können wir lesen, die kann er lesen. Ja klar, rede. Also ist gar kein Problem, wenn du das... Ich will mich drehen. So, warte mal. Du gehst dir mal die Wettervorhersage lesen, denn ich will jetzt wissen, wann es das nächste Mal schneit. Na, du süßes kleines Lilly. Aber an dieser Stelle möchte ich mich jetzt auch erstmal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich in einer positiven Bewertung freuen. Wir sehen uns dann die nächste einer neuen Folge wieder. Habt bis dann eine wundervolle Zeit. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.